Ich erinnere mich auch vor manchen Jahren, vielleicht war es 5 Jahren, ich habe es einfach vergessen, war ich eingeladen bei der zuständigen Ministerium in Wien auch so eine, diesmal eine ganz kleine Konferenz mitzumachen über Computer und Schule. Und da hat mich jemand, ich weiß gar nicht, was sein Rang war, aber es war ein großes Auto, er hat mich abgeholt vom Flughafen und das allererste hat er mir mit großer Begeisterung hat er mir gesagt, in wenigen Jahren werden wir Computer in alle österreichischen Schulen haben. In 2 Jahren oder so werden wir 50.000 Computer schon 50.000 Computer in der Schule haben. Und ich hab gar nicht gedacht. Ich habe einfach so spontan ausgesprochen. Das macht man mal. Und ich habe gesagt, you'll be sorry. Also es wird Ihnen leid tun. Nicht? Er war ganz schockiert. Warum wird es Ihnen leid tun? Naja, weil es funktioniert nicht, das ist eine Sache, aber eine andere Sache, die kaum hier erwähnt wurde, wurde erwähnt, aber nicht sehr betont, ist die Frage der Kosten. Wie viel kostet das? Nicht? Und ich glaube, dass die Ministerien zum Beispiel und die Leute, die die Verantwortung haben, würden diesen Fehler nicht machen, wenn sie ein Auto kaufen. Sie würden nicht denken, dass wenn man einmal das Auto gekauft hat, von dieser Zeit an ist Transport umsonst. Ich habe ja das Auto schon bezahlt, nicht? Es stellt sich aus, wie viele von Ihnen wissen, dass es ist sehr teuer, ein Auto zu haben, nicht? Sogar wenn man es nicht fährt, das Steuern und so weiter. Naja, so ist es auch mit dem Computer, aber in einem gewissen Sinn ist das eine Nebensache, die will ich jetzt nicht weiter folgen. Naja, heute haben wir das Internet und wie Sie schon gesagt haben, ist das sehr weit verbreitete und sehr weit geglaubte der weit verbreitete Satz, dass das Internet enthält alle Informationen in der Welt oder man sagt auch manchmal alles Wissen, nicht? Das stimmt ja sowieso nicht, aber also da brauchen wir nicht, wir brauchen jetzt nicht viel zu lesen oder zu verinnerlichen und so weiter. Wir haben ja das Internet. Das heißt, wenn wir etwas wissen wollen, das Wichtige ist, dass man das Link finden kann, den Pfeil, der dazu führt, wo diese jetzt nutze ich das Wort Information, also im üblichen Straßensprache würde ich fast sagen, nicht? Das ist ja da im Internet und man kann es finden. Ja, ein paar Bemerkungen zu der Frage der, ja, was sind denn die Probleme der Schule? Ja, ich glaube, vielleicht ist das im Moment das wichtigste Problem, ist der Verlust der Prestige des Lehrens und des Lernens. Ich denke an Geschichten, die man liest von Deutschland oder auch in Amerika. Nicht? Da ist eine kleine Stadt und wenn da irgendeine ernste Sache passiert, vielleicht ein Notfall, irgendwie, was auch immer. Dann kommen manche Leute zusammen. Wenn wir jetzt sprechen, sagen wir vor 75 Jahren, dann sind das alles Männer. Und wer sind die? Nicht? Da ist der Bürgermeister, da ist der Arzt, da ist der Pfarrer und oder der Priester, nicht? Und der Lehrer. Nicht? Der Lehrer ist nicht mehr da. Nicht, in diesen Committees, der ist nicht mehr da. Also Lehren und Lernen hat an Prestige verloren. Vielleicht, man könnte sagen, ganz und gar. Nicht? Trotzdem danken Eltern die Aufgabe der Erziehung von ihren Kindern an der Schule ab. Sie danken es ab. Und noch ein Paradox dazu, aber Sie weigern sich, die Schule zum Beispiel finanziell mit Steuern und so weiter zu unterstützen. Und man hört zum Beispiel, dass jemand sagt, ja, ich will dafür nicht bezahlen, ich habe keine Kinder in der Schule.
Nicht? Und das bedeutet eben, dass das Lehren, das Lernen und die Sammlung von Wissen und alles das, über was hier geredet wird, dass das kein kultureller, allgemeiner Schatz ist, sondern es hat nur mit den Kindern zu tun, die eben jetzt in der Schule sind. Nicht? Und außerdem der Lehrer oder die Lehrerin und die Schule im Allgemeinen, ihre Aufgabe ist auch, das Kind zu erziehen. Das ist eine Sache. Und ich dachte, das war sehr wertvoll. Man könnte fragen, und dann zu Ende, man könnte fragen, der Computer, der so gut für mich war, also hat mich und meine Familie ernährt und alles das, und ich bin immer noch dabei, der war doch so gut zu mir, warum schimpfe ich ihn an? Also ich schimpfe den Computer überhaupt nicht an. Nicht? Es ist eben nicht der Computer, aber ganz besonders die Position, dass der Computer jedenfalls in den, sagen wir, den ersten 6 Jahren in der Schule oder so, nicht, dass es nicht ein Teil des Curriculums sein soll, weil die Schule so viele andere Sachen zu tun hat, die sie nicht tun. Nicht? Was haben Sie gegen den Computer in der Schule? Und dann sage ich, ja, stellen Sie sich vor, dass wenn immer ich das Wort Computer ausgesprochen habe, hatte ich stattdessen Klavier gesagt. Wir haben ja eben ein schönes Klavier gehört. Nicht? Und was haben Sie gegen das Klavier, mein Gott? Nicht? Dann sage ich, nein, überhaupt nichts. Ich denke sogar, dass jede Schule sollte einen Musikraum haben und da sollte mindestens ein Klavier dastehen und vielleicht auch andere Instrumente und da soll mindestens ein Lehrer oder eine Lehrerin da sein, nicht, die eben das den Schülern helfen kann mit dem Klavierspielen, nicht, und so weiter, auch wenn es nicht im Curriculum ist, nicht. Und so denke ich, ich würde eine Schule nicht anschimpfen, nur weil da ist ein Computerzimmer, nicht, und da sitzen die Hackers oder wer auch immer und machen den Sinn oder den Unsinn, den sie mit dem Computer machen. Gut, das war's.